Also ich bin ja schon ein bisschen neidisch auf Jonas, ne? Denn heute darf er mal. Und zwar baut er sogar eine Lochkamera. Aber dafür bekommen wir alle richtig coole Bilder davon. Und jetzt auf geht's. Zuerst müssen wir einmal klären, was eine Lochkamera überhaupt ist. Eigentlich handelt es sich dabei um nicht mehr als einen Kasten mit einem kleinen Loch an einer Seite. Wenn jetzt Licht von einem Objekt durch das Loch in den Kasten hineinfällt, sieht man auf der Rückseite des Kastens ein Bild. Allerdings steht das Bild dann auf dem Kopf. Dieses Phänomen war auch schon im Mittelalter bekannt und man nannte es damals Camera Obscura, was übersetzt dunkle Kammer bedeutet. Das Ganze funktioniert übrigens am besten, wenn der Kasten von innen schwarz und nur der Schirm weiß ist. Um eine eigene Lochkamera zu bauen, brauchen wir eine längliche Dose, zum Beispiel von Stapelchips, wobei eine Seite geschlossen und die andere offen sein sollte. Dann brauchen wir noch eine Schere, Klebstoff und Klebeband, dunkles Tonpapier, Transparentpapier und einen Nagel oder eine Schraube. Zuerst nehmen wir uns den schwarzen Karton, rollen ihn zusammen und stecken diese Rolle in unser Rohr. Dann brauchen wir das Paketklebeband. Fürs Erste brauchen wir nur ein kleines Stück, um unseren Karton zu fixieren. Dann nehmen wir uns wieder das Rohr mit dem Karton drin und kleben das Paketband mehr auf den Karton, sodass er in dieser zylindrischen Form bleibt, wenn wir ihn wieder herausziehen. Wenn ihr das Klebeband nicht zu fest drückt, könnt ihr das Stück auch später wieder abmachen, dann sieht das Ganze etwas eleganter aus. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Stück, das genauso lang ist wie unser Rohr. Das kleben wir vorsichtig von außen auf den Karton, während wir ihn langsam aus dem Rohr herausziehen. Hoffentlich sieht das Ganze bei euch schöner aus als bei uns. Als nächstes bauen wir den Schirm. Dazu benutzen wir das Transparentpapier. Wir stellen also unser Rohr auf das Papier und zeichnen mit dem Bleistift einmal ganz draußen rumherum. Das ist ein wirklich schöner Kreis. An den Kreis malen wir nun Klebelaschen, mit denen wir den Schirm an dem Rohr befestigen können. Sobald wir damit fertig sind, können wir das Ganze einmal ausschneiden. Jonas hat sich hier gedacht, dass er den Platz zwischen den Laschen auch noch als Klebelaschen benutzen möchte. Deshalb schneidet er sie nicht weg. Stattdessen schneidet er jede Linie einmal bis zum inneren Kreis ein. Dann klappen wir sie alle einmal um. Um den Schirm zu befestigen, schmieren wir einmal komplett um den Rand des Rohrs Klebestoff herum. Jetzt setzen wir den Schirm auf und drücken die Klebelaschen in den Kleber. Achtung, das kann schmierig werden. Wenn das bei euch nicht so gut hält, naja, Paketklebeband. So, fast geschafft. Wir prüfen sicherheitshalber noch einmal, ob sich alles gut bewegen lässt. Zum Schluss müssen wir nur noch ein Loch genau in die Mitte der Dosenabdeckung machen. Dazu benutzen wir einfach die Schraube. Ihr könnt aber genauso gut auch den Nagel benutzen. Für den Anfang muss das Loch auch wirklich nicht groß sein. Wir wollen ja noch damit experimentieren. Und jetzt geht's ja noch wirklich mal los. Ihr könnt ja einfach mal schauen, was ihr so seht. Wenn ihr das Rohr herauszieht bzw. hereindrückt, könnt ihr das Bild schärfer stellen. Wenn ihr mit eurer Lochkamera dunkle Umgebung betrachten wollt, werdet ihr wahrscheinlich noch nicht so viel sehen. Aber wenn ihr etwas Helles anschaut, habt ihr bestimmt ein sehr interessantes Bild. Hier sieht man zum Beispiel den Glühdraht unserer Schreibtischlampe. Aber wir wollen ja mehr sehen als nur die Schreibtischlampe. Deshalb vergrößern wir unser Loch nochmal ein bisschen. So sieht das Ganze jetzt von außen aus. Und so nochmal von innen. Probieren wir mal Jonas anzuschauen. Wie wir sehen, ist Jonas noch nicht ganz hell genug, um wirklich erkennbar zu sein. Aber wenigstens können wir unsere Studiolichter mittlerweile einigermaßen gut erkennen.
Wenn wir das Loch jetzt noch größer machen, kommt mehr Licht in die Lochkamera rein und wir sehen mehr. Deshalb machen wir das Loch noch einmal etwas größer. Und dieses Mal keine halben Sachen. Okay, schauen wir jetzt noch einmal, ob die Vergrößerung des Lochs etwas gebracht hat. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Unser Motiv ist jetzt sogar schon ganz gut zu erkennen. Wenn euch das Loch doch mal zu groß geworden sein sollte, könnt ihr es mit etwas Kreppband und einer Nadel wieder kleiner machen. Dazu einfach einige Klebestreifen über das Loch kleben und danach mit einer Nadel ein ganz kleines Loch machen. Wir schauen uns jetzt nochmal ein bisschen draußen mit der Lochkamera um. Hier ist ein besonders kleines Loch sinnvoll, erst recht, wenn die Sonne so doll scheint wie heute. Rechts seht ihr das Bild aus der Lochkamera und links das gleiche Objekt, nur mit einer Digitalkamera gefilmt. Man kann jetzt richtig was erkennen. Vor allem ist klar, dass alles um den Mittelpunkt gespiegelt ist. Und so einfach könnt ihr euch eure eigene Lochkamera bauen. Das ist sie nämlich. Lasst uns gerne ein Like da und vielleicht auch ein Abo, wenn ihr Lust drauf habt. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Lifey Physik.